Hallo, liebe Schützen, ich begrüße euch sehr herzlich zu eurer Monatslegung für August 2022. Ja, hab vielen Dank, dass ihr wieder oder neu dabei seid und mit hineinschaut in die Energien. Hab vielen Dank für eure Wertschätzungen, euer Vertrauen. Ja, und lasst uns nun mal schauen, was sich hier so zeigt in diesem sehr spannenden Monat. Ja, da könnt ihr vor allem auch noch das Neumond-Video anschauen, das jetzt auch mit herauskommt. Denn ne, diese Löwekraft, die ist einfach sehr wichtig und wesentlich für diese Zeit. Ne. Sternzeichen Löwe nimmt ja den größten Teil des Monats ein. Und naja, die Sonne ist hier in ihren eigenen Herrschaftsbereich gekommen, sozusagen. Ne. Ist ja aufs Engste mit dem Sternzeichen Löwen verbunden. Und da wird so richtig eben nochmal, ja, diese Energie von eben Kreativität, Lebensfreude, Optimismus, Leidenschaft, ja, Energie einfach auch, Leichtigkeit, ja, vielleicht auch so ein bisschen Erotik, Sexualität, aufgewühlt, aufgepusht, ja, und dann erst recht nochmal mit dem Mond, ja, mit dem Sternzeichen Löwe, ne, oder mit der Löwe, mit der Sonne im Löwen, Entschuldigung, ist natürlich einfach auch angesprochen, dass hier Themen des inneren Kindes berührt werden, ja, angeschaut werden dürfen, eben was schlummert da vielleicht auch an Kreativität, an Leidenschaft, an Energie, so alles in dir möchte gesehen und wahrgenommen und genutzt werden, ja. Da schau einfach, ne, was sich da alles zeigt. Ne? Vielleicht möchte hier etwas gerade jetzt auch in Gang kommen, vorangebracht werden. Es muss noch nicht die große Produktivität sein, die damit verbunden ist, aber ja, damit zu spielen, mit dem, was uns ganz wichtig und wert ist, was uns ganz zu eigen ist, das ist hier angezeigt. Ne? Ja, Löwe ist auch verbunden. Das Sternzeichen Löwe ist eben auch verbunden mit viel Mut, ne, mit viel Lebensenergie, mit Liebe, Herzenskraft. Vielleicht kommt es hier auch zu einer großen Herzensstärkung oder Herzöffnung, Liebe. Schauen wir mal, was sich hier so alles zeigt aus dem Kreativitätsorakel. Was haben wir da? Play, ja, sehr passend auch. Ein ne, bisschen die Verspieltheit, ne, gehört auch zum Löwe, das Spielerische. Ne. Ja, Löwe ist einfach auch sehr selbstbewusst, ne? Das Sternzeichen Löwe bzw. die Sonne im Löwen, da weckt diese, ja, Bewusstheit einfach auch, Selbstbewusstsein, ja, und das kommt eben auch dir als Schütze jetzt hier stark mit zugute, zumal du ja auch ein Feuerzeichen bist, ne? Ja, Play. Our work can and should take on the quality of play. For a display that stimulates creativity. Ja. Unsere Arbeit kann und sollte die Qualität des Spieles annehmen, des Spielerischen. Ne? Denn es ist das Spiel, das ja, die Kreativität anregt, stimuliert, hervorlockt. Ja. Ja, geh an deine Dinge, auch an deine Arbeit speziell. Hier ist vor allem Arbeit auch angesprochen. Ja, sozusagen mit Spielerischkeit, Leichtigkeit heran. Ja, nicht mit, ja, mit Härte sozusagen oder Langeweile oder ja, Pflichtbewusstsein einfach nur, ne? Sondern sieh es einfach spielerisch. Was kannst du dabei für dich entdecken? Was ja, schlummert vielleicht auch an wirklich Wertvollem für dein eigenes Leben, für deine eigene Anregung, für deine eigene Entwicklung in dem, was du tust, ja, was du vielleicht eben tatsächlich auch arbeitest. Ne? Ja, ich weiß nicht, was du arbeitest, aber ja,
Hier wirst du jedenfalls eingeladen, so ein bisschen spielerischer und leichter damit umzugehen. Ne? Ja. Und na, auch nicht nur zum die Arbeit zum Geld verdienen, ne, oder als notwendiges Übel zu sehen, ne, sondern ja, ne, das machen wir eben wahrscheinlich oftmals auch zu sehr, ne? Gerade auch wenn wir uns die ganze Woche schon aufs Wochenende freuen, ne? Spätestens an solchen Stellen wird einfach auch bemerkbar. Ja, also entweder sind wir da nicht am rechten Fleck oder nicht in der rechten Einstellung, im rechten Umgang auch mit Arbeit. Arbeit ist ja auch wirklich etwas, was uns zum Ausdruck bringen soll, ne? In Entfaltung bringen soll, uns wohltun soll. Natürlich, nicht jede Arbeit ist immer wunderschön, ne? Aber eben, es kommt auch auf unseren Umgang damit an, ne? Ja. Vielleicht können wir da auch hier und da Herangehensweisen ändern oder Verläufe, ja. Ja, schau einfach mal, ne? Und was da einfach auch möglich ist, ne? Je nachdem, vielleicht manche Sachen sind einfach auch nicht möglich, aber ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was das Engel der Liebe-Orakel hier hat. Wahre Liebe, dies ist die Liebe deines Lebens. Und das kann auch erst einmal nur für dich selber stehen, ja. Diese Botschaft nicht nur für Liebesbeziehungen, sondern überhaupt jetzt für deine Belange insgesamt. Ja, tust du das, was du liebst, ja? Liebst du das, was du tust? Warum liebst du es vielleicht nicht, ne? Möchtest du lieber an einem anderen Fleck sein, ja, in einer anderen Arbeitsstelle? Ja, möchtest dich lieber mit anderen Dingen befassen, beschäftigen, die dir einfach sehr liegen, ja, die dich so richtig ins Fließen und in Engagement und Hingabe bringen, ja? Da schau einfach mal. Ja. Aber natürlich, das kann auch für eine Liebesbeziehung ganz konkret stehen, dass du hier entweder einer wahren Liebe begegnest, ne, der wahren Liebe begegnest, der Liebe deines Lebens, oder auch mit ihr schon unterwegs bist und dir das jetzt sehr bewusst wird, ne? Ja, nur das ist doch schon mal eine tolle Aussicht, oder? Und dann haben wir hier aus dem Orakel oder den Karten für die Heilung des inneren Kindes: Ich darf beschützen, was ich liebe. Du brauchst nicht das Leid der Welt auf dich zu nehmen, aber dein inneres Kind möchte seinen Schutz und seine Fürsorge in dein Leben fließen lassen. Ja, na, da bist du aufgerufen, sozusagen durch dein inneres Kind. Das innere Kind ist niemand anders als wir selbst, ne? Aber einfach diese Stimme in uns, die auch immer wieder sagt: Mensch, da. Das ist dir doch wichtig und wert und das magst du und liebst du doch. Ja, warum gibst du dich dem da nicht mehr auch hin? Oder ne? Das können Menschen sein, das können aber eben auch bestimmte Tätigkeiten sein. Dein Zuhause, was auch immer, ne? Deine Familie, deinen Freundeskreis. Ja, diese Welt. Ja, du darfst beschützen, was du liebst. Du musst nicht zuschauen, wie es beschädigt wird, ne? In Mitleidenschaft gezogen wird. Ja. Wirke in deinem Umfeld, ne? Für das, was dir anvertraut ist, was dir lieb ist, ne? Du brauchst nicht das Leid der Welt auf dich zu nehmen. Das nicht. Na, aber fang erst mal an dem Platz mit der Sorge, mit der Fürsorge auch,
dem Beschützen an, aus Liebe heraus natürlich, ne, was dir anvertraut ist, was dir auch wichtig und wert ist, was du als wichtig und wert für dich erkannt und anerkannt hast auch, ne, oder noch entdeckst jetzt einfach auch, ne. Ja, das kann eine Liebesbeziehung sein, ne, hin zu einem Liebespartner, aber vielleicht eben auch in der Familie, ja, in der Arbeit, ne? Ja. Es scheint da auch von außen her vielleicht auch immer wieder Einflüsse zu geben, die etwas kaputt machen wollen, ne? Beschädigen wollen, entreißen wollen. Ja, schütze es. Das gehört zu dir, ne? Das bist du ein ganzes Stück weit mit, ne? Lass es dir auch nicht nehmen. Da haben wir nämlich noch hier an der Unterseite. Ich zeige euch mal die Unterseiten mit. Die sind auch sehr aufschlussreich. Nurture, ne? Nähren. Für Selbstsorge. Ja. Liebe und nähre dich selbst, wie du ein Kind oder ein Tier, ein Haustier nähren würdest. Ne? Nähren und lieben würdest. Ne? Ja, ganz sachte und vorsichtig und ne, sorgsam, hütend, beschützend. Sag ich jetzt hier einfach auch. Ne? Also, ne? Nehme ich jetzt einfach auch an, dass du auch damit so umgehen würdest. Ne? Ja, so gehe einfach auch mit dir selber um. Ne? Ja, vielleicht warst du in letzter Zeit da einfach auch sehr hart und streng oder fordernd, nicht genügend wertschätzend mit dir selber. Ne? Nicht genügend liebevoll und nährend dir selbst gegenüber. Ne? Hast vielleicht einfach auch wirklich immer viel gegeben. Ja. Ja, gib dir einfach auch selber, ne? Tut dir selber wohl. Ne? Es bringt nichts, wenn wir geben, geben, geben und leer sind, ne? Dann können wir irgendwann nichts mehr geben, ne? Ja. Deswegen achte da einfach auch gut auf dich selbst. Schütze dich selbst einfach auch, ne? Ja, und befreie dich womöglich von Dingen, ja, oder Menschen, Situationen, ja, die dich kontrollieren wollen, die dich im Griff haben wollen, einengen, begrenzen, ne? Befreie dich. Es ist Zeit, die Kontrolle über dein eigenes Leben zurückzuholen. Ja, vielleicht hast du es auch hergegeben, ne? Ja, im guten Vertrauen, ne? Aber ja, es wurde vielleicht da auch missbraucht, ne? Dieses Vertrauen. Oder eben nicht entsprechend merkst du einfach, ne, dass nicht da entsprechend gesorgt wurde für dich, ne? Aber natürlich, andere können einfach da auch nicht unbedingt wissen, ne, was jetzt wirklich für dich alles wichtig und wert ist, ne, und ob es dir immer gut geht oder so, ne? Ja, stehe einfach da auch selber für dich ein, ja. Ja, und hier vielleicht noch die Unterseite, die ist auch interessant. Ich kann meinem Herzen folgen und tun, was ich will. Diese Karte möchte dich an diesen Weg erinnern und dir Mut machen. Ja. Möchte dich erinnern, dass du das darfst, ne? Dass du das kannst, ne? Du bist fähig dazu, deinem Herzen zu folgen und das zu tun, was du willst, ne? Also nicht, das hat nichts mit Beliebigkeit oder ne, Kalkül irgendwie zu tun, Willkür, ne?
Ja, sondern tue das einfach auch, was du willst, ne? Was dir einfach auch anvertraut ist, aufgegeben ist. Lass es nicht von anderen Regeln, ne? Hineinreden. Ja, schauen wir noch genauer jetzt hinein mit Tarot und Lenormand, was sich hier da noch zeigt. Und ja, die Lenormand-Karten werden dann in der Fortsetzungslegung eine wichtige Rolle spielen. Ne? Es gibt dann wieder das große Blatt, wo wir vertiefter auf die einzelnen Themen schauen und schauen, wie alles zusammenhängt, einfach auch, ne? Wie sich vielleicht einfach auch Lösungsmöglichkeiten bieten oder was sich abzeichnet. Ne? Der Link dazu ist in der Infobox. Ja, nutzt den sehr gern und schaut da mal. Ja. Und seht es mir bitte nach, wenn ich hier jetzt nicht die Karten springen lasse, aber gebt nochmal eure Energie hinein. Ich mische noch einmal durch und ziehe dann die drei wesentlichen Energien. Für die erste Monatsdekade, die zweite Monatsdekade und die dritte Monatsdekade. Ja. Und dann holen wir uns auch gleich noch aus dem Lenormand die Impulse. Gib deine Energie hinein. Und wir schauen. Was haben wir hier als erstes? Fünf Kristalle. Das entspricht den fünf der Münzen. Ja, das ist das Tarot des inneren Kindes. Und manche Bezeichnungen sind ein wenig anders und es sind vor allem Märchenmotive, ne, oder märchenhafte Motive, die ja hier entsprechend ja, die Impulse geben, ne? Entsprechend des Tarot, Entschuldigung. Ja, fünf Kristalle. Die fünf Münzen, ne? Ja, vielleicht erleidest du tatsächlich irgendwelchen Mangel, finanziellen Mangel auch oder ne, ja, von deiner Stabilität her, Lebensstabilität her Mangel, ne? Vielleicht auch gesundheitlichen Mangel, ne? Geht es dir nicht wohl, aber Fünf der Münzen ist, wie gesagt, auch immer sehr mit unserer eigenen Einstellung verbunden. Ne? Ihr wisst, ist das Glas halb voll oder halb leer? Ne? Das kommt auf die Einstellung drauf an, wie man es sieht, eben auch. Ne? Das muss kein realer Mangel sein, ne? Sondern selbstempfundener Mangel, ne? Selbstinterpretierter Mangel, je nachdem. Ne? Wie wir eben auch eingestellt sind. Naja, und da ist eigentlich, ne, genau genommen, schon die Hälfte des Jackpots zusammengekommen. Da hat sich schon etwas entwickelt. Da ist schon Wohlstand, Reichtum, innerer wie äußerer Reichtum, ne, Wohlergehen ein ganzes Stück weit zustande gekommen. Natürlich ist das ausbaufähig. Ne? Darf sich das entwickeln? Wird sich das entwickeln? Aber ne, es kommt einfach auch darauf an, wie wir das würdigen, was schon geworden ist. Ne? Ja. Darfst du auch vielleicht selber schauen, ne, wie du das weiterhin auch ausbauen darfst, beschützen darfst. Ne? Ja, schauen wir noch, was das Lenormand zeigt. Ja, da haben wir den Mond und die Maus, die Mäuse. Ja, vielleicht nagt da etwas eben an dem Erfolg. Ja, der Mond steht zum Beispiel für Erfolg, aber auch für das Unbewusste, Unterbewusste, Geheime. Ja, das, was uns innerlich einfach auch bewegt, eben gerade Themen des inneren Kindes, ne? Das, was uns eigentlich wichtig und wert ist, was uns Bedürfnis ist, ne? Ja, zeichnet sich, ne, vielleicht hier wirklich auch ein Mangel ab, ne? Aber eben
weil es eben auch noch nicht angeschaut ist, ne? Weil du dich da noch damit auseinandersetzen darfst, ne? Da, insofern ist da vielleicht auch mangelnde Bearbeitung hier angezeigt, ne? Darfst du hier noch weiter dran arbeiten, an deinen inneren Themen, an deinem Erfolg dann dementsprechend auch, ne? Denn wenn wir uns mit uns selbst auseinandersetzen, mit dem, was uns innerlich bewegt und beschäftigt, was uns wichtig und wert ist, ne? Wo wir uns vielleicht auch noch selber im Weg stehen, ne? Mit unserer Einstellung, aber auch mit unserem Verhalten und was wir draus machen, ja, wie wir es angehen auch, ja, dann ja, kann das einfach auch wesentlich besser in Erfolg kommen, ne? Müssen wir keinen Mangel erleiden oder brauchen wir es einfach auch nicht als Mangel, Verlust, Kummer und Sorge sehen? Ne? Ja, bleib da, setz dich weiter mit deinen Themen auseinander. Ne? Bleib da in deiner Intuition. Ne? Höre da einfach auch wirklich in dich hinein. Ne? Die Intuition ist der Schnittpunkt zwischen göttlicher und menschlicher Kommunikation. Ja, was gibt es da vielleicht auch an Unterstützung, an Hinweis? Ne? Was möchte gesehen und gehört und entsprechend bearbeitet und umgesetzt werden? Ne? Ja, schau dir das an. Ne? Das wird dich in die Fülle führen. Was haben wir weiter? Den Hüter der Stäbe. Und das entspricht dem König der Stäbe. Ja. Widder, Löwe, Schütze kann das bedeuten, anzeigen. Ja. Vor allem den Löwe, ja, König der Stäbe, ne? Sehr selbstbewusste Energie, sehr engagiert, eben leidenschaftlich, kreativ, weltgewandt. Da schaust du über deinen Tellerrand hinaus, ne? Da setzt du dich einfach auch engagiert ein. Vielleicht geht es hier tatsächlich auch um Selbstständigkeit, ne? Der, ja, der König der Stäbe oder der Hüter der Stäbe, ne? Der geht einfach auch seine Sachen selbstbewusst an. Ne? Der hat sein Potenzial ergriffen, ne? Seinen Stab, seine Chance, sich selber zu entfalten und ist nicht mehr nur dabei, sondern hat das auch getan und reichert das einfach auch noch weiter an. Ne? Ja, ist da einfach auch sehr offen, sehr weltgewandt, wie gesagt, hier haben wir noch, die Welt liegt ihm zu Füßen einfach auch, ne? Er interessiert sich einfach auch dafür, ne? Erkundest du die Welt, vielleicht verreist du auch, ne? In dieser Zeit, vielleicht hast du hier auch Urlaub, ne? Dass du die Welt bereist, aber vielleicht erkundest du tatsächlich, ne, die Welt einfach, auch deine eigene Welt, sehr intensiv und stark und sehr offen und ja, triffst daraus entsprechende Konsequenzen einfach auch für den weiteren Weg. Ne? Hüter der Stäbe, ne? Du behütest etwas, ne? Du beschützt etwas, Schütze. Ne? Ja, Schütze, ne? Es ist ein Imperativ damit eigentlich auch verbunden. Ne? Schütze einfach auch das, was dir an Energie und an Potenzial auch. Ja, an Inspiration von der göttlichen geistigen Welt her zufließt. Ja, das bringt dich in Erfolg. Auch das ist eine Erfolgskarte. Ne? Er hat ja den Lorbeerkranz auf. Ne? Kommst du vielleicht hier mit einer bestimmten Sache dann einfach wirklich so gut voran? Ne? In Erfolg? Ja. Ja. Wandelt sich die Situation hier auch, ne? Also der Schmetterling zeigt immer die Wandlung an, die Transformation, ne? Ein wichtiger Transformationsprozess, auch gesegnet von der göttlichen geistigen Welt, ist hier im Gange.
Ja, geschützt, geführt, gesegnet. Vielleicht ist es auch eine bestimmte Person, die eben für dich eine Rolle spielt, wichtig für dich wird. Ne, das kann zum einen ein Berater sein, der dir hier sehr beisteht, oder ne, es kann natürlich auch in der Liebe, ne, die wahre Liebe sein, ne? Die Person sein, ja, mit der sich einfach auch wirklich das ganze Leben, die ganze Welt bereisen lässt, ne? Mit sehr viel Hingabe, auch Leidenschaft, ne? Auch das sexuelle Leidenschaft, aber wirklich auch Hingabe und Interesse aneinander. Ja, schauen wir mal noch, was sich hier noch zeigt. Hier haben wir ja auch die Transformation, ne? Den Tod. Zum einen den Baum, die Heilung, ja, Karma auch, ne? Lebenswachstum, da ist dir etwas anvertraut, aufgegeben, worin du weiter wachsen sollst, ne? Wachsen darfst und ja, transformiert sich hier etwas sehr wesentlich, ne? Kommt etwas, so wie etwas zu Ende kommt, ne? Kann einfach auch etwas Neues beginnen, ne? Auch mit dem König der Stäbe ist das Ende des Stabzyklus angezeigt, ne? Also da kommst du einfach auch wirklich, ne, mit dieser Energie wirklich auf Höchststand, in große Reife, ne? Schauen wir weiter. Was zeigt sich hier? Mutter Gans. Das entspricht der Herrscherin, ne? Ja, die Kreativität. Das, ja, da reift etwas heran, ne? Da reift etwas in dir heran, möchte geboren werden, möchte zur Welt kommen. Vielleicht ist es tatsächlich auch ein Kind, ne? Aber wirklich, da bist du mit sehr viel Fruchtbarkeit und Gelingen einfach auch gesegnet, ne? Auch mit Selbstbewusstsein und ja, wirklich auch Reichtum, inneren wie äußeren Reichtum, Gelingen. Mutterschaft. Ja, in der Herrscherin kommen alle vier Königinnen zusammen, ne? Da bist du einfach deine Weiblichkeit, ne? Deine weibliche Seite ist da wirklich auf einem Höchststand, ne? Ja, bist du selbstbewusst, ganz mit Hingabe dabei, auch mit Klarheit, Entschiedenheit, ne? Ne, das kann ja wirklich eine Selbstständigkeit sein, aber ja, vielleicht wirst du auch Mutter, ne? Wirst du für jemanden wirklich zur Herrscherin? Also egal, ob du jetzt Mann oder Frau bist, ne? Aber eben, dann hat dein Gegenüber da eher männliche Energie, ne? Wirst du zur Herrscherin für jemanden oder eben begegnest da einer Herrscherin, ne? Falls du jetzt selbst eher in dieser Energie bist. Und ja, das ist einfach Partnerschaft auf Augenhöhe, ne? Das ideale Paar, wahre Liebe, ne? Aber eben auch mit dem, was du tust, ne? Was du vielleicht arbeitest, wie du lebst, wo du lebst, den Weg, den du gehst. Ja. Dass die Art und Weise, wie du dich entfaltest, ja, das ist idealer Zustand, ne? Ist sehr fruchtbar und ja, mehrt sich einfach auch, ne? Aber eben, das kann eben auch dann in der Beziehung so sein, ne? Dass du da für jemanden Partnerin oder Partner auf Augenhöhe bist, ne? Ja, was haben wir hier? Sowohl das Kind als auch den Ring, ja. Neuanfang in einer Beziehung kann das bedeuten. Das kann tatsächlich auch Nachwuchs bedeuten.
Und ja, Beziehung, neue Verträge, ja, neue Verbindlichkeiten. Ja, dass du vielleicht auch mit inneren Kindthemen zu Ende kommst, ne, hier einen Zyklus beendest, ne, vielleicht tatsächlich auch Mutter wirst, ne, oder Nachwuchs sich einstellt, ne. Ja. Aber vielleicht auch, dass du dir selbst gegenüber verbindlich wirst, ne? Deinem inneren Kind gegenüber, ne? Dem, was dir entspricht, ne? Was du, ja, was du schützen willst, was dir wichtig und wert ist, ne? Ja. Vielleicht ist es auch Mütterlichkeit, ne? Mit dem Mond ist auch ja, Mütterlichkeit verbunden, auch Ahnenthemen, aber auch Mütterlichkeit vor allem, Weiblichkeit. Und mit dem Baum sind es auch, ne? Ahnen, also ne? Der Stammbaum sozusagen. Ja, dass der hier in Transformation kommt durch Nachwuchs. Ja, schauen wir mal noch an die Unterseite der Kartendecks. Was haben wir hier? Die drei der Herzen. Naja, das kann schon sein, ne? Dass hier ein Kind dann eben sich auf den Weg macht und ja, eine Beziehung, Nachwuchs sich einstellt, dann nicht nur zwei Herzen sozusagen miteinander gehen, sondern drei. Ja, das kann auch, wie gesagt, die Leichtigkeit, die Lebendigkeit, Freude anzeigen, ne, in die du hier hineinkommst. Auch die Ernte, ne, die drei der Kelche, also drei der Herzen entspricht drei der Kelche, zeigt ja auch den Erntedank an, ne, die Ernte für etwas und die Dankbarkeit für diese Ernte. Ne. Ja. Ja, und das. Das bringt dich hier einfach auch ganz in den Fluss, ne? Ganz in Leichtigkeit eben auch, in Verspieltheit. Ja, vielleicht ein wenig Erotik ist hier mit der Botschaft auch verkündet, angezeigt. Ne? Ja, das mal hier rüber. Ja. Was haben wir hier noch? Die Lilien, ja, eben auch die Leidenschaft, aber auch innerer Frieden und Harmonie, da geht es hin. Ja. Kommst du in inneren Frieden und Harmonie, ne? Vielleicht auch mit familiären Themen, mit Ahnenthemen. Ja. Was haben wir hier noch? Die Routen, ne? Klären sich familiäre Themen. Ja, kommt nach einem Streit, kommt es einfach auch wieder zu innerem Frieden und Harmonie. Ne? Sorgst du selber dafür? Ne? Ja, naja, da bin ich mal gespannt, was sich dann noch exakter zeigt hier im großen Blatt. Ja, sei sehr herzlich eingeladen dazu, mit hineinzuschauen. Falls wir uns da nicht gleich sehen und hören, wünsche ich euch natürlich einen gesegneten Weg, gute Entfaltung, ja, und einfach auch Kraft und Mut zu dem zu stehen, was euch wichtig und wert ist, ne? Und ja, manches einfach auch ein bisschen leichter vielleicht anzugehen, ja, vielleicht auch in eine Beziehung hier Leichtigkeit wieder reinzubringen, Erotik, Verspieltheit, ja, frischt das die Liebe vielleicht einfach auch wieder auf oder ja, wird vielleicht auch aus einer Leidenschaft, ne, dann eine viel, viel intensivere Beziehung, ne? Vielleicht hast du das einfach auch so ein Stück weit vermisst oder wirst es noch am Anfang des Monats so ein bisschen vermissen, ne, diese, ja, eine Beziehung, ne, etwas perspektivisch langfristiges, ja, entwickelt sich's hier aber einfach auch
wunderbar dahin, ne? Möchte es so langsam, aber sicher zur Welt kommen. Ja, sehr viel Segen dafür, gute Wege und alles Liebe. Eure Tara von Tarot Rainbow.